Sie sprechen mit der Feuerwehr. Dafür ist die Polizei zuständig. 110. Unternehmen Sie was? Sind Sie denn sicher, dass es sich um einen Fremden handelt? Hilfe! Von wo sprechen Sie? Wo sind Sie? Mauerkirchenstraße, 203. Mauerkirche 203. Bernsdorf. Bernsdorf. Helfen Sie! Es ist mein... Hallo? 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 Hier, Feuerwehr. Bei mir kam gerade ein Hilferuf von einer Frau Bernsdorf an, aus der Mauerkircher Straße 203. Sie wird offenbar bedroht. Mauerkircher 203. Wie war der Name? Bernsdorf. Verstanden. Ende. Okay, fahr mal. Mal der Zentrale durch. Tot? Ja. Na, gibt's noch Käse? Genau vor deiner Nase. Ah, der läuft ja schon davon. Frecker, das schlagen. Sag mal, Günther. Ja? Hat sich Michael mal bei dir gemeldet? Auffallen lange nicht. Ich dachte, ich sehe ihn hier. Und, bist du enttäuscht? Komm, wir rufen ihn an. Vielleicht kommt er. Ja, so habe ich das nicht gemeint. Hola, komm! Was die Frauen nur an dem finden. Na, was du hoffentlich nicht suchst. Sag ihm aber nicht, dass ich hier bin. Ach, sei nicht albern, Ulla. Weshalb rufe ich denn an? Aber doch nicht meinetwegen. Nicht da.
Die Frau ist offensichtlich erwürgt worden. Näherer Befund danach der Obduktion. Wann glauben Sie, ist der Tod eingetreten? Ja, von einer halben Stunde bis Stunde, würde ich sagen. Wer hat die Tote gefunden? Die Kollegen von der Funkstreife. Wann war die denn da? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, Herr Kress. Der Anruf kam um 21.43 Uhr. Ah, ja. Sieht danach aus, als ob der Täter über die Terrasse gekommen ist, die Scheibe eingeschlagen hat und auf diese Weise ins Haus eingedrungen ist. Herr Kress, guten Nacht. Guten Nacht, Doktor. Die anderen Zimmer sind in Ordnung. Außer Frau Bernsdorf wohnt anscheinend niemand hier. Ich möchte noch mit dem Beamten von der Feuerwache sprechen, der den Anruf entgegengenommen hat. Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr hier wart. Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao. Ja, ciao. Aufstehen. Heiraten. Tschüss. Ja, komm. Soll ich nicht ein Taxi holen? Tschüss. Ja. Ihr wisst, wo der Taxistand ist. Aus dem Haus rechts und dann die Liste liegt. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Hallo. Süße Gabriele. Guten Tag. Oh, oh. Tschüss, Gabriele. Soll ich nicht ein Taxi rufen? Das geht schon so. Danke. Okay, tschüss. Hallo, Michael Bernsdorf. Hallo. Hallo. Also, Herr Kress, die Frau hat angerufen, gerade bevor der ins Haus eingedrungen ist. Ich habe die Scheibe noch klirren gehört. Sie hat um Hilfe gerufen, dann hat ein Kampf stattgefunden. Ja, und dann wurde die Verbindung auch schon unterbrochen. Die Frau hat doch ihren Namen genannt. Ja, Bernsdorf hat sie gesagt und die Adresse. Können Sie sich noch an den genauen Wortlaut erinnern? Also, Hilfe, Hilfe hat sie gerufen und dann, das ist mein, also wissen Sie, Herr Kress, gerade so, als ob sie jemanden erkannt hätte. Das ist mein. Ja, und dann ein schweres Atmen. Und dann hat der Mörder das Gespräch unterbrochen. Stell ich mir vor, Herr Kress. Den Mann hat sie ganz sicher gekannt. Und dieses Gespräch war genau wann? 21.43 Uhr.
ein Mineralwasser und einen Gin Tonic für die beiden Herren, die da noch kommen, bitte. Mein Onkel? Großvater? Ihr sucht ja nicht etwa den Mörder, oder? So gut wie gefasst. Es kann sich ja nur um einen Mann handeln. Worauf schließt ihr das? Offensichtlich hat die Frau Bernstorff ihren Mörder gekannt. Denn bevor der das Telefongespräch unterbrechen konnte, hat sie noch gesagt, das ist mein, das ist... Es hätte auch mein geliebter Henry heißen können. Aber ich kannte die Dame wirklich nicht. Vor der Terrasse in einem Rosenbeet haben wir Fußspuren gefunden. Aber mit den Abdrücken ist nicht viel anzufangen, die sind zu verschleift. Auf jeden Fall lasse ich eine genaue Bodenanalyse machen. Ist im Haus irgendwas aufgebrochen worden? Nein, keine Anzeichen von Gewaltanwendung. In der Handtasche der Toten befanden sich 485 Mark, ein paar Schecks, ein Schlüsselbund. Schmuck? Auf der Frisierkommode lag eine wertvolle Kette und im Bad auf der Konsole 5 Ringe. Und dein Herz in der Garderobe? Nach Raubmord sieht's nicht aus. Morgen. Morgen geht. Also, wen gibt's denn so in der Verwandtschaft? Also, mein Mann ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Vater ist tot. Bruder hatte nicht. Die Schwester Gabriele Lohmann, die kommt ja nicht in Frage. Nein, da gibt's nur einen Stiefsohn. Michael Bernstorff studiert hier in München an der TH. Ein Onkel lebt in Australien, ein anderer ist verstorben. Ich melde mich da wieder. Hoffentlich. Na dann wollen wir mal an. Vielleicht können wir von der Schwester was erfahren. Nee, geh da mal hin. Muss ja auch benachrichtigt werden. Was? Umgebracht. Oh. Erwürgt. Und das Haus ist ausgeraubt? Soweit wir feststellen konnten, wurde nichts gestohlen. Da gibt's die Frau Sedelmüller, die Haushälterin. Die ist da besser informiert. Die ist seit 7 Jahren in dem Haus. Haben Sie Ihre Schwester oft gesehen? Nein, nein, nein. Unser Verhältnis war nicht besonders gut. Ja, doch, in der letzten Zeit, da haben wir uns besser verstanden. Entschuldigen Sie. Oh mein Gott. Ich kann das gar nicht glauben, dass sie tot ist. Haben Sie eine Vermutung? Ich meine, gibt es jemanden, der ein Interesse am Tod Ihrer Schwester haben könnte? Ich weiß es nicht. Wer sollte meine Schwester... Es weist einiges darauf hin, dass Ihre Schwester den Mörder gekannt hat. Sie meinen den Mann, der sie erwürgt hat? Vielleicht gibt es jemanden, der sie hasste. Aber doch nicht so. Sie wohnen nicht mehr in dem Haus Ihres Vaters in der Mauerkirchenstraße? Nein, schon seit Jahren nicht mehr. Haben Sie einen Schlüssel zu dem Haus? Nein, warum? Ihr Vater ist vor einem halben Jahr verunglückt. Haben Sie sich gut mit ihm verstanden? Mal mehr, mal weniger. Ja, mal weniger sind Sie ausgezogen. Ja, so kann man das sehen. Hat Ihr Vater Sie zu Lebzeiten finanziell unterstützt? Ja. Ach so, jetzt verstehe ich. Sie suchen ein Motiv. Das ist eine reine Routinebefragung, Herr Bernstorff. Wo waren Sie gestern zwischen 21.15 Uhr und 22.15 Uhr? Zu Hause. Ich habe gearbeitet, gelesen. Keine Zeugen. Es geht doch um ein beträchtliches Vermögen, das die Frau Bernstorff dahinter lässt. Wer profitiert davon? Na, sicherlich der Stiefsohn. Michael Bernstorff. Vielleicht erbe ich auch etwas. Ich weiß nicht, wie meine Schwester im Einzelnen verfügt hat. Aber daraus schließen Sie doch nicht, dass wir sie umgebracht haben. Wir verdächtigen grundsätzlich jeden. Aber um auch den leisesten Verdacht auszuräumen, können Sie mir sicher sagen, wo Sie gestern zwischen 21 Uhr und 22 Uhr gewesen sind. Ich war zu Hause. Ich hatte ungefähr 30 Gäste bei mir. Können Sie mir ein paar Namen sagen? Mhm. Ulla Gessmann, Frigga Pfeiffer, Günther Holm, Peter Fischer. Moment, das muss ich mir aufschreiben. Bitte. Durch das Loch kommt keiner durch. Und keiner kommt von hier aus bis an den Türgriff. Laut Bericht der Funkstreife war die Haustür abgeschlossen. Zweimal rum. Die Kette war nicht vorgelegt. Wenn der Täter durch die Haustür gekommen ist, hat er einen Schlüssel. Richtig? Ja. Den Einbruch hat er vorgetäuscht. Falsche Fährte. Ja? Dann hätte ich aber an seiner Stelle die Kette vorgelegt. Rausgekommen wäre er in jedem Fall durch die Terrassentür. Naja, wenigstens hat er sich noch die Mühe gemacht, uns im Rosenbeet unbrauchbare Spuren zu hinterlassen.
Ich habe natürlich einen Schlüssel. Aber wer außer mir noch einen hat, das weiß ich nicht. Ich bin auch immer nur von 8 bis 2 Uhr nachmittags hier. Ist vielleicht in letzter Zeit ein Schlüssel verloren gegangen oder wurden Schlösser ausgewechselt? Nein, Herr Gerrits. Ja. Aber Frau Bernstorff hat vor ein paar Monaten einen Haustürschlüssel nachbestellt. War das vor oder nach dem Tod von Herrn Bernstorff? Danach. Danke, ja. Wir waren schon allein. Also ganz früher, da hatte natürlich der Michael, ich meine Herr Bernstorff Junior, einen Schlüssel. Aber er hat ihn sicher abgeben müssen, als er auszog. Wieso abgeben müssen? Wenn Sie jetzt Ihren Kaffee nicht trinken, wird er kalt. Oh, Entschuldigung. Herr Bernstorff Senior war in diesen Dingen sehr akkurat. Tut gut, Ihr Kaffee. Wissen Sie, warum Herr Bernstorff Junior ausgezogen ist? Wann war das, sagten Sie? Herr, warten Sie mal. Michael war damals gerade 19. Also ist das 5 Jahre her. Und? Warum? Na ja, Herr Bernstorff hatte nun wieder geheiratet. Und Sie wissen ja, wie die jungen Leute so sind. Und der weiß wohl besser, meinte Herr Bernstorff, wenn sein Sohn das Haus verlässt. Michael war damals ja schon erwachsen. Ein junger Mann. Frau Bernstorff hinterlässt eine Menge Geld. Wem? Vor der Testamentseröffnung kann man das nicht genau sagen, aber es scheint, dass Michael Bernstorff der Haupterbe ist. Wie viel hat er von seinem Vater gehört? Nur sein Pflichtteil. Na, dann ist das doch mein geliebter Stiefsohn. Schön wär's. Aber wir sollten den jungen Mann auf jeden Fall unter die Lupe nehmen. Die Bibliothek bitte. Die Sofortausgabe. Hallo, Michael. Ja, es ist furchtbar. Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich auch nicht. War die Polizei schon bei dir? Zurück. Können wir uns heute sehen? Ich bin irgendwie wie vom Kopf geschlagen. Pass auf, wir treffen uns im Opernespresso, hm? Vor 5 komme ich ja nicht weg. Ja, 5:30. Tschüss. Ciao. Hallo? Hallo? Hat bei Ihnen auch geklingelt? Ja, so mit Unverschämtheit. Hallo? Es war eine zauberhafte Party. Wissen Sie, Gabriele ist eine ausgezeichnete Gastgeberin, aber was hat das mit dem Mord an der Schwester zu tun? Es geht darum, ob Frau Lohmann die Party für eine halbe Stunde hätte verlassen können. Um was zu tun?
Es geht ganz präzise um die Zeit zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr. Also es geht um Ihr Alibi? Ja, genau so ist es. Entschuldigen Sie bitte, Herr Doktor. Der Patient ist soweit. Sagen Sie, wann ist das heute, Schrenal? 21.45 Uhr. Na wunderbar. Irgendjemand kam auf die dusselige Idee, den Fernseher einzuschalten. Da fing gerade das Heute-Journal an. Wir standen alle davor. Gabriele selber hat den wieder ausgemacht. Vielen Dank. Es war ja auch nur eine Routineüberprüfung. Also dann komme ich als Mörder auch nicht in Frage. Vielen Dank, Herr Doktor. Sie haben mich nach meinem Alibi gefragt. Mich auch. Schwachsinn. Und, Herr Stoyens? Gott sei Dank. Ich habe eine Party gegeben. Man kommt sich vor wie ein Krimineller. Na, dann hast du ja ein Alibi. Du nicht? Nee, ich war zu Hause allein. Hat dich niemand angerufen? Nein. Das heißt, das Telefon hat mal geklingelt, aber ich bin blöderweise nicht rangegangen. Weißt du was? Ich mache dir einen Vorschlag. Ich habe dich angerufen. Na, ich könnte dich doch angerufen haben. Ich habe dich angerufen, um dir zu sagen, ob du nicht rüberkommen willst. Und du hast gesagt, du könntest nicht, weil du für dein Examen büffeln musst. Und warum habe ich das dann der Polizei nicht gleich gesagt? Ach, das hast du in der Aufregung vergessen. So gut. Und wann war das? Warte mal. Kurz vor 22 Uhr. Sag mal, Michael, hast du noch einen Schlüssel für Claudias Haus? Nein. Das hat mich die Polizei auch gefragt. Mich auch. Andererseits behaupten sie, dass der Mörder durch die eingeschlagene Terrassentür gekommen ist. Das verstehe ich nicht. Verstehst du das? Nein, es ist mir auch egal. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wer sowas macht. Das ist ein Irrer, oder? Vielleicht hatte sie ein Verhältnis. Dein Vater ist doch schon ein halbes Jahr tot. Quatsch. Entschuldige, es wäre aber möglich. Es ist aber nicht so. Trotz des Interesses, das die Lohmann aus finanziellen Gründen am Tod ihrer Schwester haben könnte, als Täter kommt sie nicht in Frage, Leo. Die hat ein einwandfreies Alibi, das habe ich überprüft. Das ist Herr Bernstorff Junior eben nicht. Dann bestell ihn bitte für morgen zur Vernehmung. Das werde ich tun. Wie wäre es mit einem Durchsuchungsbefehl? Entschuldigen Sie. Ich habe vergessen, Ihnen was Wichtiges zu sagen. Also jedenfalls was Wichtiges für mich. Bitte setzen Sie sich doch. Danke, ist nur ganz kurz. Mir ist eingefallen, dass ich doch ein Zeugen dafür habe, dass ich zu Hause war. In der Mordnacht? Ja, Frau Lohmann hat mich angerufen. Können Sie sich an die Zeit erinnern? Das muss so zwischen 21 und 22 Uhr gewesen sein. Haben Sie mit Frau Lohmann schon darüber gesprochen? Nein, ich habe sie noch nicht erreicht. Das ist mir gerade eben erst eingefallen. Vielleicht kann sie sich an die genaue Uhrzeit erinnern. Ich rufe da mal an. Ich habe bei Herrn Bernstorff angerufen. Doch, an die Uhrzeit kann ich mich gut erinnern. Kurz nach Beginn des Heute-Journals. Aber Sie hatten doch Gäste und haben Sie trotzdem ferngesehen? Ach so, Fasching. Jemand hatte nur so... Dann war das circa um 22 Uhr. Dankeschön, vielen Dank. Wo wohnen Sie, Herr Bernstorff? Hartmannstraße 71. Ich wollte Sie morgen eigentlich zu einer Vernehmung bitten, aber es erübrigt sich ja nun. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Bernstorff.
Auf die Idee, dass die beiden sich abgesprochen haben, bist du nicht gekommen. Das nehme ich sogar an. Warum lässt du ihn dann gehen? Weil ich es genau wissen will. Vom Tatort bis zu seiner Wohnung braucht er mindestens eine halbe Stunde. Nur damit du Bescheid weißt, Leo. Frau Luhmann, von wo haben Sie mit Herrn Bernstorff telefoniert? Von dort. Es gibt nur diesen Apparat in der Wohnung. Es kann also durchaus sein, dass jemand, der in Ihrer Nähe stand, ohne es zu wollen, etwas von Ihrem Gespräch mitgekriegt hat. Ja, durchaus. Bitte. Vielleicht erinnern Sie sich, wer da in Frage kommt? Ja, Dieter stand hier mit Frigga. Und Ulla Gessmann, genau, Ulla. Sie fragte mich noch nach Michael, aber... Aber? Warum? Bitte, wie heißt sie? Ulla Gessmann. Die genaue Adresse? Klenzestraße 28a. Danke, und die Telefonnummer? 24 24 85 79. Darf ich einen Apparat benutzen? Ja, bitte. Danke. Chris, Henry, bin bei Frau Lohmann. Rufst du bitte 24 85 79 an? Eine Frau Ulla Gessmann. Es geht um die Überprüfung des bewussten Anrufs. Verstanden. Mal sehen, an was sich die Dame noch erinnern kann. Ich rufe dich zurück. Sie trauen mir nicht. Genau genommen niemanden. Es könnte doch sein, dass Sie sich mit Herrn Bernstorff verabredet haben. Ich verstehe. Und damit ich mich nicht mit Frau Gessmann abspreche, bleiben Sie jetzt hier, während Ihr Kollege meine Freundin verhört. Befragt. Ein kleiner Unterschied. Eine Routinesache. Selbstverständlich. Aber setzen wir uns doch. Dann ist ja das Alibi von Bernstorff geplatzt. Sozusagen. Ich sag dir was. Diese Frau Lohmann, die ist nicht ganz in Ordnung. Augenblick, bitte. Ja. Lohmann? Ja, einen Augenblick. Für Sie. Danke. Ja? Der Zeitpunkt des Anrufs stimmt. Nur nach Aussage von Frau Gessmann war Bernstorff nicht zu Hause. Jedenfalls ging er nicht ans Telefon. Kleiner Unterschied, was? Sie haben eine falsche Aussage gemacht. Ich wollte ihm einen Gefallen tun. Ach ja, mit einer Lüge. Glauben Sie, dass Michael etwas zu tun hat mit dem Mord? Es kommt nicht darauf an, was Sie oder ich glauben. Es kommt auf Tatsachen an. Warum hätte er das tun sollen? Ich hatte immer den Eindruck, er würde sich mit seiner Stiefmutter besonders gut verstehen. Na ja, gut, vielleicht ist da was vorgefallen zwischen Claudia und ihm, aber nein. Ich hatte immer den Eindruck, die beiden würden sich besonders gut verstehen. Was meinen Sie mit besonders gut? Herr Kress, das gehört nicht hierher. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, Frau Lohmann, wenn Sie das mir überlassen würden. Es geht schließlich um Mord. Herr Kress, ich möchte keine Gerüchte in die Welt setzen. Und diese Angelegenheit, die liegt schon Jahre zurück. Na ja, gut. Also vor ein paar Jahren, da hat der Vater von Michael seinen Sohn aufgefordert, das Haus zu verlassen. Warum? Na ja, weil er... Er glaubte, sein Sohn versuchte... Also er glaubte, dass sich sein Sohn versuchte in seine Stiefmutter, also mein Gott, dass er sich in Claudia verliebt hätte. Und deshalb musste er aus dem Haus? Ja. Und nach dem Tod von Herrn Bernstorff? Herr Kress, das sind nur Gerüchte. Ich weiß ja gar nicht, ob die Vermutung von Herrn Bernstorff damals gestimmt hat. Und selbst wenn sie ein Verhältnis miteinander gehabt hätten, dann... Weshalb sollte er sich jetzt... Das ist doch noch absurder, oder? Es sei denn, es hätte eine Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben. Nein, nein. Dazu möchte ich nichts sagen.
Schönen Dank, Frau Lohmann. Tja, dann auf Wiedersehen, Herr Kress. Auf Wiedersehen, Frau Lohmann. Michael? Michael, ich muss dich sofort sprechen. Es ist was passiert. Nein, nicht am Telefon. Am besten, ich komme zu dir. Okay, bis gleich. Es hat sich da jetzt einiges ergeben. Leier doch mal eine Überwachung von Bernsdorf an. Okay. Also, mir ist was ganz Idiotisches passiert. Du kennst doch Ulla Gessmann, die war auf meiner Party. Ja, und? Die war dabei, als ich dich angerufen habe. Und die hat mitgekriegt, dass du dich nicht gemeldet hast. Wieso hast du mich denn wirklich angerufen? Ja. Das hast du mir ja gar nicht gesagt. Das wäre ja auch egal, aber durch die Gessmann weiß die Kripo, dass du dich nicht gemeldet hast. Aha. Dann ist mein Alibi also geplatzt. Nicht nur das. Ich bin wegen falscher Aussage dran. Und die Kripo fragt sich jetzt, warum du ein falsches Alibi brauchst. Also komme ich mir schon selber wie ein Verbrecher vor. Wo warst du denn wirklich? Fängst du jetzt auch schon an? Entschuldige, aber da ist noch was. Was denn noch? Die Polizei vermutet, dass du ein Verhältnis mit Claudia hattest. Ich weiß nicht, wer ihnen diesen Blödsinn erzählt hat, aber... Was ist, Michael, ist da was dran? Was heißt, ist da was dran? Natürlich ist da nichts dran. Und wenn da was dran wäre, warum soll ich sie dann umgebracht haben? Aus Liebe oder was? Reg dich nicht auf. Dass man mich überhaupt verdächtigt. Du könntest ganz genauso gut. Das ist doch schwachsinnig. Weißt du was? Du verschwindest einfach für ein paar Tage. 2, 3 Tage. Hast du nicht eine Freundin oder Bekannte oder... Eine Wohnung. Bringst du mich hin? Mhm. Das wurde in der Einfahrt vom Haus der Ermordeten gefunden. Ein Reflektor von der Autotür. Vom Wagen der Toten stammt es aber nicht. Ich werde mich drum kümmern. Abend. Also, sieht so aus, als ob Bernsdorf Junior ein Verhältnis mit der Ermordeten hatte. Neuigkeiten von der Spurensicherung. Ja? Gefunden im Papierkorb von Claudia Bernsdorf, geschrieben auf ihrer Schreibmaschine. Das sollte ein Abschiedsbrief werden. Eindeutig. Aha. Zweiter Versuch. Geht aber nicht raus hervor, an wen. Wenn das ist, wie du sagst, Leo, dann sind wir doch schon hart am Ball. Die Überwachung von Bernsdorf fängt morgen früh um 5 an. Also, dann wollen wir mal jetzt Schluss machen. Bin ich ganz deiner Meinung, Gerd. Gute Nacht, Leo. Schlaf gut. Moment. Ach so. Ersten Stock. Hi, Mann. Morgen jetzt. Morgen. Ich kann jetzt nicht. Ich rufe dann später zurück. Leo, der Bernsdorf ist weg. Ein Haftbefehl. Mach ich. Seine Wohnung sollte man vornehmen. Schon erledigt. Und die Lohmann? Mir kommt es ja immer mehr so vor, als ob die beiden unter einer Decke stecken. Lass sie überwachen.
Möglichst ab sofort, sonst kommen wir da auch zu spät. Wo ist denn Henry? Er will sich den Wagen von Bernstorff mal ansehen. Der steht nämlich vor der Tür. Ich hoffe doch aber nur von außen. Das war ein Bart hinten im Toilettenschrank. Riech mal. Das riecht wie im Schlafzimmer der Ermordeten. Guck mal. Wurde eben im Bücherregal gefunden. Also wenn du mich fragst, Leo, aber nach den Fotos brauchst du mich eigentlich gar nicht mehr zu fragen. Gib den Bernstorff in die Fahndung, Gerd. Den habe ich in Bernstorffs Wagen unter dem Teppich gefunden. Weißt du, was ich glaube? Das ist im Augenblick gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wo der Schlüssel passt. Dann würde ich es mal in der Mauerkircher Straße versuchen, bei Claudia Bernstorff. Meinst du? Glaube ich. Hat ihren Wagen mit einer Einkaufstüte verlassen und das Haus in der Pariser Straße 105 betreten. Ja? Ja? Das Haus wird offensichtlich renoviert. Die leere Wohnung im ersten Stock. Fahren wir gleich hin. Alles klar. Wo ist eigentlich dein Wagen? Vorm Haus. Warum? Das steht ja nicht mehr. Die haben den wahrscheinlich abgeschleppt. Wer? Na, die Kripo. Was? Ich
Ich habe daraufhin bei dir angerufen. Da hat sich die Polizei gemeldet. Michael, was können die bei dir finden? Frau Lohmann, öffnen Sie bitte Kriminalpolizei. Frau Lohmann, machen Sie die Tür auf. Ich weiß, dass Sie da drin sind. Herr Heimann. Ich darf doch, oder? Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Bernstorff. Er müsste in der Bibliothek sein. Ist er aber nicht. Herr Heimann, was wollen Sie von Michael Bernstorff? Er kann unmöglich was mit dem Mord an meiner Schwester zu tun haben. Jetzt geh bitte mit Herrn Bernstorff rüber. Ich möchte mich noch mit Frau Lohmann unterhalten. Ist gut, Leo. Brauchst du das Tonbandgerät? Nee, kannst du mitnehmen. Können Sie bitte mitkommen? Bitte, Frau Lohmann, nehmen Sie Platz. Danke, Herr Kress. Ich weiß, Sie sind mit mir nicht ganz zufrieden. Sie hätten uns eine Menge Arbeit ersparen können, wenn Sie von Anfang an bei der Wahrheit geblieben wären. Ich weiß, dass ich mich strafbar gemacht habe. Warum haben Sie das getan? Ich wollte Michael helfen. Er ist in eine schreckliche Situation geraten. Ja, ja, er ist sehr belastet. Und durch mich ist er da hineingeraten. Es tut mir leid. Aber manchmal tut er Dinge, die er dann lieber nicht getan hätte. Auf Wiedersehen, Frau Lohmann. Auf Wiedersehen, Herr Kress. Ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Wir haben in Ihrer Wohnung Fotos von Ihnen und Claudia Bernstorff gefunden. Außerdem eine Flasche Parfum, die offensichtlich ihr gehörte. Sie hatten ein Verhältnis mit Claudia Bernstorff. Ja. Warum haben Sie das bei Ihrer Befragung nicht ausgesagt? Weil das mit dem Mord nichts zu tun hat. Das sehen wir aber anders. Sie haben ausgesagt, dass Sie keinen Schlüssel zum Haus Ihrer Stiefmutter haben. Ja, das stimmt. Wir haben aber einen gefunden. In Ihrem Wagen. Das ist unmöglich. Es ist eine Tatsache, Herr Bernstorff. Das kann nicht sein. Es ist. Und es wäre besser, wenn Sie es zugeben würden. Es ist doch völlig wahnsinnig. Wo waren Sie während der Zeit, als der Mord begangen wurde?
In der Wohnung, in der Sie mich verhaftet haben. Warum haben Sie das damals nicht ausgesagt? Die Wohnung... Weil das Haus Claudia Bernstorff gehörte und Sie nicht wollten, dass wir von Ihrer Beziehung zu ihr erfuhren. Wie lange waren Sie in der Wohnung? Von 21 Uhr an ungefähr eine Stunde. Haben Sie dafür Zeugen? Nee, leider. Warum waren Sie in der Wohnung? Ich hatte ein Telegramm bekommen. Claudia wollte mich dort treffen. Wann? Um 21.30 Uhr. Das stand in dem Telegramm? Ja. Und das Telegramm haben Sie weggeworfen? Nein. Das Telegramm muss noch auf dem Küchentisch sein, in meiner Wohnung. Es ist bei der Durchsuchung nicht gefunden worden, aber wir können noch mal nachsehen. Das ist ganz sicher da. Moment, ich komme gleich. Da, Herr Bernstorff. Darf ich mich setzen? Bitte. Das Telegramm war nicht auf Ihrem Küchentisch. Aber kann es sein, dass es nie existiert hat? Es existierte. Warum wäre ich sonst in die Wohnung gegangen? Ich bezweifle, dass Sie dort waren. Ich war dort. Herr Bernstorff, der Reflektor von der Beifahrertür Ihres Wagens wurde im Eingang gefunden. Unser Labor hat Erdreste analysiert, die wir in Ihrem Wagen gefunden haben. Es ist einwandfrei erwiesen, dass diese Erde aus dem Rosenbeet vor der Terrasse des Hauses von Frau Bernstorff stammt. Die Indizien überführen Sie. Herr Bernstorff, Sie sollten ein Geständnis ablegen. Die Beweise sind lückenlos. Und warum soll ich es gemacht haben? Claudia Bernstorff war durch die Hinterlassenschaft Ihres Vaters sehr vermögend und Sie sind, soviel ich weiß, nun der Haupterbe. Liebe Claudia, wenn es wirklich um das Geld ginge, dann hätte ich das Geld ja auch heiraten können. Das wäre viel einfacher gewesen und auch im Sinne des Gesetzes. Also warum? Richtig. Aber Claudia Bernstorff wollte sich ja von Ihnen trennen. Das ist mir allerdings neu. Es hat doch keinen Sinn, das zu leugnen. Wir haben zwei Entwürfe gefunden. Anfänge eines Abschiedsbriefes an Sie. Also ich habe keinen Abschiedsbrief bekommen. Oder haben Sie bei mir einen gefunden? Nein. Wäre ja auch mehr als leichtsinnig gewesen, ihn aufzuheben. Wollen Sie nicht doch ein Geständnis ablegen? Nein. Indizien werden ja wohl ausreichen. Das mit Sicherheit. Naja, kann ich ja nur noch gratulieren. Übrigens, ich habe den Schlüssel zu dem Haus gehabt. So? Ja, ich habe ihn weggeworfen. Am Tag nach dem Mord, nach dem Verhör, in einem Gulli, in der Türkenstraße, gleich hinter der Uni. Das ist jetzt ja auch völlig gleichgültig. Die Chancen, ihn da noch zu finden, sind minimal. Darum geht's mir ja gar nicht. Ich weiß ja, dass ich ihn da hineingeworfen habe. Nur, wie können Sie ihn dann in meinem Auto finden? Das ist doch finsterstes Mittelalter. Hexerei. Sehen Sie, Herr Bernstorff, gerade daran glaube ich nicht. Herr Gebele, wie viel Zeit war vergangen zwischen der Unterbrechung des bewussten Gespräches, also dem Hilferuf, und Ihrem Rückruf? Höchstens eine Minute. Sie sind sicher, Sie haben einen Anrufbeantworter gehört? Da ganz sicher. Es kam die Ansage mit Name, Rufnummer, dann noch ich bin, plötzlich brach's ab. Da haben Sie aufgelegt? Ja, aber ich habe die Nummer noch mal gewählt, aber dann kam nichts mehr. Hallo? Na, Henry? Ja, wie ich vermutet hatte. Keine Ansage. Das Band ist also scheinbar gelöscht. Danke.
Der Fall ist abgeschlossen. So gut wie. Und der Bernstorff ist so gut wie erledigt. Seid ihr so sicher? Die kleinen Webfehler werden wir schon noch beseitigen. Seit wann haben wir denn einen Videorekorder? Donnerwetter. Nur geliehen. Ich hab mir da eine kleine Überraschung ausgedacht. Aber wir haben doch noch gar nicht Weihnachten. Ja, bitte? Guten Tag, Herr Kress. Guten Tag, Frau Lohmann. Sie haben mich herbestellt. Ja. Bitte, nehmen Sie Platz. Frau Lohmann, ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass Sie Ihre Schwester Claudia Bernstorff ermordet haben. Ich? Ja. Michael Bernstorff ist unschuldig. Ich finde es ungeheuerlich, was Sie mir da unterstellen. Abgesehen davon kann ich es nicht gewesen sein. Ach, Sie meinen Ihr Alibi? Sie haben doch alles überprüft. Die genaue Zeit. Frau Lohmann, wie spät ist es jetzt? 10:50. An dieser Stelle etwa haben Sie den Rekorder wieder abgeschaltet. Und alle waren der Meinung, es sei 21.45 Uhr. Und alle haben das auch ausgesagt. Tatsächlich war es bereits 22 Uhr. Denn um 21.45 Uhr waren Sie noch im Haus Ihrer Schwester. Aber meine Schwester hat doch gesagt, das ist mein... Das haben Sie gesagt, Frau Lohmann. Um auf einen männlichen Täter hinzuweisen. Ich? Ja, Sie. Sie. Nachdem Sie Ihre Schwester erwürgt hatten. Ich habe meine Schwester gehasst. Warum haben Sie Ihre Schwester gehasst? Ich habe Otto Bernstorff sehr geliebt. Wir wollten heiraten. Sein Sohn Michael war dagegen. Er mochte mich nicht. Er beeinflusste seinen Vater. Zu dieser Zeit kam Claudia nach Deutschland zurück und drängte sich zwischen uns. Unsere Verbindung brach auseinander und die beiden heirateten. Kurze Zeit darauf fing sie mit seinem Sohn ein Verhältnis an. Sein Vater war nicht in der Lage, sich dagegen zu wehren und die richtige Konsequenz zu ziehen. Die beiden haben sein Leben zerstört. Und dafür sollten sie büßen. Aber Otto Bernstorff ist doch bei einem Autounfall ums Leben gekommen. An diesen Unfall habe ich nie geglaubt. Sie vermuten also ein Verbrechen? Haben Sie Beweise oder gibt es Anhaltspunkte, die Ihre Vermutung bestätigen? Nein, aber sein Tod kam den beiden sehr gelegen. Und wenn es nur die psychische Verfassung war, die zu diesem Unfall führte, dann sind die beiden die Ursache seines Todes. Sie sollten ihrer Strafe nicht entgehen. Sie schrieben die Entwürfe für diesen Abschiedsbrief, den wir im Papierkorb Ihrer Schwester finden sollten? Und die wir auch gefunden haben. Ja. Und dann holte ich die Parfümflasche aus dem Bad. Ich nahm den Haustürschlüssel an mich. Und den Schlüssel vom Apartment von Michael Bernstorff? Ja. Dann riefen Sie die Feuerwache an? Ja. Weil Sie annahmen, dass Anrufe bei der Polizei grundsätzlich mitgeschnitten werden und einen Stimmvergleich mussten Sie auf jeden Fall vermeiden. Ja. Hätten Sie aber beinahe Pech gehabt. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Claudia Bernstorff, die Nummer 2800723. Ich bin im... Um ganz sicher zu gehen, löschten Sie das Ansageband. Ja. Und dieses gelöschte Band hat mich nachdenklich gemacht, Frau Lohmann. Die eingeschlagene Scheibe der Terrassentür, die völlig sinnlos schien,
weil man ja von da aus gar nicht an die Türklinke kommen konnte. Zwang uns zu der Annahme, dass der Täter einen Hausschlüssel hatte, was Sie erreichen wollten. Und diesen Hausschlüssel haben Sie dann in das Auto von Michael Bernsdorf praktiziert. Und das Telegramm, das Herrn Bernsdorf in die Wohnung bestellte, haben Sie ihm geschickt. Mhm. Dann haben Sie es wieder an sich gebracht und vernichtet. Ja. Henry,